Hallo an alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Immersive Engineering Tutorial. Und in dieser heutigen Episode schauen wir uns einmal die Charging Station an. Die Charging Station wird folgendermaßen gecraftet. Wir brauchen zwei Iron Ingots, wir brauchen einen LV Wire Connector, wir brauchen dreimal Glas, wir brauchen zwei Treated Wood Planks und wir brauchen einen Copper Coil Block. Und dann erhalten wir unsere Charging Station. Aufgebaut sieht das Ganze so aus. Das heißt, wir sehen relativ viel Glas. Wir sehen so ein paar Kondensatoren für Strom. Und wir sehen eine Inputquelle auf jeden Fall. Und diese Inputquelle werden wir mal bedienen mit einem Wire-Connector. Alternativ würde auch ein anderes Stromkabel des Mods eurer Wahl natürlich funktionieren. Und wir haben dann unseren Basic Energy Cube und der ist auch nochmal ausgestattet mit, da muss man nochmal gucken, dass wir den nochmal konfigurieren, nämlich die Seite nochmal auf Output stellen. Und dann haben wir hier unseren Wire Coil und wir verbinden das Ganze einfach mal. Und damit haben wir Strom in unserer Charging Station, also hoffe ich zumindest. Und wenn jetzt alles richtig funktioniert hat, dann können wir mit diesem Electric Bow, indem wir einen Rechtsklick auf die Charging Station machen, können wir den hineinlegen. Und dieser Electric Bow ist ein Item, gibt es ja relativ viele Items im Modding-Bereich von Minecraft, welcher halt Energie benötigt. Und damit können wir mal gucken, ich will den mal auf, okay, da haben wir noch keine Energie drauf, okay. Das heißt, da ist auch irgendwas noch nicht ganz richtig konfiguriert. Wir stellen mal alles auf blau um und wir schieben nochmal unseren Electric Bow in die Charging Station und ich hole mir das Ganze nochmal ab und ihr seht, da ist auf jeden Fall was passiert. Das heißt, wir haben jetzt 4800 FE an Energie, das ist die Energie aus Mechanism, haben wir jetzt auf dem Bow drauf. Das heißt, unsere Charging Station funktioniert so, wie wir das haben wollen. An der Stelle war es das schon von der Charging Station. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.